Laut einer Legende aus dem 19. Jahrhundert treffen sich die Wahrheit und die Lüge eines Tages. Die Lüge sagt zur Wahrheit: Heute ist ein wunderbarer Tag. Die Wahrheit blickt in den Himmel und seufzt. Denn der Tag war wirklich schön. Sie verbringen viel Zeit miteinander und kommen schließlich neben einem Brunnen an. Die Lüge erzählt der Wahrheit: Das Wasser ist sehr schön, lass uns zusammen baden. Die Wahrheit, eher verdächtigend und prüfend, testet das Wasser und entdeckt, dass es wirklich sehr nett ist. Sie ziehen sich aus und beginnen zu baden. Plötzlich kommt die Lüge aus dem Wasser, zieht die Kleider der Wahrheit an und rennt davon. Die wütende Wahrheit kommt aus dem Brunnen und rennt überall hin, um die Lüge zu finden und ihre Kleidung zurückzubekommen. Die Welt, die die Wahrheit nackt sieht, wendet ihren Blick mit Verachtung und Wut ab. Die arme Wahrheit kehrt zum Brunnen zurück und verschwindet für immer und versteckt darin ihre Scham. Seither reist die Lüge um die Welt, verkleidet als die Wahrheit, befriedigt die Bedürfnisse der Gesellschaft, denn die Welt hat auf keinen Fall den Wunsch, der nackten Wahrheit zu begegnen. Mittlerweile wurde das Fernsehen erfunden und die Lüge im Gewand der Wahrheit ist ein gern gesehener Gast und Programmgestalter. Die Lüge hat Raumfahrtagenturen gegründet, ist auf dem Mond gelandet und lässt Fahrzeuge auf dem Mars landen und Autos in Umlaufbahnen kreisen. Die Lüge erklärte, dass man wissenschaftlichen Autoritäten immer Glauben schenken kann und jedem, der sich als solche verkleidet. Die Lüge erklärt den Menschen mit hoher wissenschaftlicher Präzision, dass sie vor langer Zeit mal Affen waren und dass das Universum so verdichtet war, dass es kleiner als ein Atomkern war und dass alles Leben in einem Urknall entstanden ist. Die Lüge hat den Menschen erklärt, dass sie auf einem Wasser- bzw. Landball kleben, der mit 108.000 Kilometern pro Stunde um die Sonne reist, während der Wasser- bzw. Landball sich mit 1.667 Kilometern pro Stunde um die eigene Achse dreht und alle zusammen mit 240.000 Kilometern pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße reisen, während alles zusammen noch aus dem Urknall expandiert. Die Lüge agitiert hier gerne mit Geschwindigkeit von etwa 5000 Kilometern oder aber mit 50.000 Kilometern pro Sekunde. Das wären immerhin 180 Millionen Kilometer pro Stunde. Die Lüge hat sehr viele Dinosaurierknochen gefunden und stellt diese in einer Freakshow als Beweis für ihre Hypothesen hin bzw. aus. Die Lüge hat die moderne Politikmarionette und den Powerbroker etabliert als Personen, die das Schicksal nach dem Kompass des Gemeinwohls lenken. Die Lüge hat viele Schulreformen angestoßen, damit die Kinder von heute unabhängig denken können. Und was dann Millionen von Fernsehzuschauern erlebten, war fast unwirklich. Die drei Antriebsstufen kehrten wie von Zauberhand zur Erde zurück, während auf der Raketenspitze der Roadster von Elon Musk zum Vorschein kam. Eine etwas andere Ladung mit einem Dummy an Bord und David Bowie in den Lautsprechern. Japanische Roboter auf Asteroid gelandet. Hüpfend bewegen sie sich fort. Einmal abgesprungen fliegen Rover 1A und 1B bis zu einer Viertelstunde über die Oberfläche des erdnahen Asteroiden Ryugu. Dabei sind die beiden Kundschafter gerade mal so groß wie eine Keksdose. Ihr Ziel: Bilder vom Asteroiden sammeln und Ryugus Temperatur messen. Aber dann kommt die Science Fiction. Man könnte zu dem Satelliten eine Schnur hochspannen und dann wie an einer Seilbahn Sachen hoch und runter fahren lassen. Das wird ernsthaft diskutiert.
Die NASA hat einen Wettbewerb für Ideen zu einem solchen Weltraumaufzug ausgeschrieben. In klobigen Raumanzügen schneiden die Kosmonauten die Außenhülle der Sojus-Kapsel großflächig auf, um ein winziges Leck zu untersuchen und zu flicken. 2 Millimeter ist es klein, aber gefährlich, so die russische Raumfahrtbehörde. Teile zur Erde zurückbringen soll diese Kapsel auch den derzeitigen Chef der ISS, Alexander Gerst. Nächste Woche ist seine Mission beendet. Pünktlich zu Weihnachten ist er wieder bei seiner Familie. Abgehoben der Job, ein bodenständiger Mann. Gerst guckt WM-Spiele, schaltet zur Kanzlerin oder in ein Kraftwerkkonzert, verkleidet sich zu Halloween oder scherzt mit einem kleinen Roboter namens Simon. Wer ist bereit, zum Mars zu fahren? Wir sind völlig bereit, zum Mars zu fahren. Es wird eine fantastische Reise dorthin werden. Sehr aufregende Zeiten. Alle von uns würden sehr gerne fahren. Ich will jedoch all den jungen Leuten da draußen klar machen, dass dieses Ziel in wenigen Jahren konkret sein wird. Also wenn ihr Mathematik, Wissenschaft, Ingenieurswesen, irgendeine Art von Technik studiert, werdet ihr eventuell daran teilhaben können. Und das wird sehr aufregend. Ich möchte Ihnen nur sehr danken und Dr. Whitson, ich gratuliere, was für ein großartiger Betrug, Sache, die Sie vollbracht haben. How did the universe start? With a Big Bang? We observe that distant galaxies are moving away from us. Weil es eine tote Maschine ist und es kein Bewusstsein gibt, kann es keinen freien Willen geben. Wir sind Roboter, die von Materie gesteuert werden. Das glaubte Hawking. Und er schrieb das in seinem Buch. Er schrieb, freier Wille ist so tot wie Gott. Und Millionen Leute kaufen die Bücher dieses Idioten, in dem kein Tropfen echte Intelligenz war. Und die Leute meinen, er war intelligent. Er war möglicherweise einer der intellektuellsten Leute der Welt, aber ohne ein Deut Weisheit. Absolut null. Das ist der Big Bang. Ist das jetzt klar? Ist das jetzt klar? Ist das jetzt klar? Und ich bin über so viele Dinge angelogen worden. Nun, meine Geschichte beginnt mit dem weltweit unglaublichsten Täuschungsversuch, mit dem sich drehenden Ball. Wie und woher stammt eigentlich die Rotation der Erde? Antwort: Keine Ahnung. Das weiß man nicht. Lacantius über die falsche Weisheit der Philosophen. Eine Kugel, auf der Menschen auf der anderen Seite mit den Füßen über dem Kopf leben, wo Regen, Schnee, Hagel aufwärts fallen, wo Bäume und Pflanzen umgekehrt wachsen und der Himmel tiefer ist als der Boden. Das antike Wunder der hängenden Gärten von Babylon ist nichts im Vergleich zu den Feldern, Meeren, Städten und Bergen, die laut heidnischen Philosophen ohne Unterstützung von der Erde herunterhängen. Hier sehen wir eine von Soundly erstellte Zoom-Aufnahme einer Brücke bei New Orleans. Die Anbauten an den Seiten sind alle level und gleich hoch. Man erkennt ganz eindeutig die Krümmung. Man muss das Wahre immer wiederholen, wenn auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird. Und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf. Und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Johann Wolfgang von Goethe. Also, falsche Information wäre etwas, was Sie generell löschen würden. Wenn es etwas gäbe, was wir für flach halten, wie sagen wir mal, ist die Erde flach? Dann denken viele Leute, sie ist flach, ich meine rund. Aber es gibt dort draußen Leute, die denken, sie sei flach. Das Gemälde von Édouard Debat-Ponsin aus dem Jahr 1898 mit dem Titel »Noch ist sie untergetaucht« zeigt die klerikale Reaktion, als die nackte Wahrheit den Brunnen verlassen will. Die nackte Wahrheit wird sofort verhüllt und man versucht, sie zurück in den Brunnen zu ziehen. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit?
that way. How's that? Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da, wie ein Splitter in deinem Kopf. Schlaf weiter, sieh fern, kaufe. In den Ebenen dieses Systems werden wir ermutigt, das ist das positivste Wort, das ich dafür nutzen kann, vorgegebenen Arten des Denkens zuzustimmen. Dies ist ein Film über psychologische Kriegsführung. Eine spezielle Art der Kriegsführung, entworfen, um falsch zu informieren, abzulenken und den Verstand zu betäuben. Sie hat viele Verkleidungen und wird gegen jeden von uns eingesetzt. Gegen sie. Und gegen sie. Und plötzlich scheint es so, als würde die Propaganda für diese wichtige Arbeit im Weltraum des US-Militärs. Aber dann kommt die Science Fiction. Als würde das unverzichtbar sein. Das chinesische Raumfahrtprogramm hat hohen Symbolcharakter, denn die Botschaft lautet klar, China ist zu einer Weltmacht aufgestiegen und will seinen Teil ab vom Kuchen. Das bedeutet für den Westen aber vor allem, der Kuchen wird kleiner. Und für die USA läuten daher schon seit längerem die Alarmglocken. Finde ich super. Einfach geil. Aber Sie wissen ja, mein Lieblingsthema sind die schwarzen Löcher. Sind die Bilder der Erde als Ball fake? Sieht das echt aus? Haben wir nichts Besseres? Das hier? Moment mal, die Wolken bewegen sich nicht. Die halbe Welt hat sich also entschieden, das Licht nicht einzuschalten? Vermutlich alles nur Animationen. Mehr bekommen wir nicht zu sehen. Die NASA macht doch so viel im Weltraum. Wo sind die tausenden Fotos, die es von der Erde geben müsste? Das kann doch alles nicht sein. Gehen Sie auf schneller Vorlauf. Schneller Vorlauf! Marsch, marsch! Fehl ausgeführt, Sir! Stop! Über all die Jahre hast du immer nur einen Plastikball mit einigen Wolken, einer Atmosphäre und Gesteinstexturen gesehen und glaubtest deshalb ernsthaft. Nein, nein, was kommt denn später? Die Szene wird nie wieder gezeigt, ja? Versuchen Sie es mal hier. Stop. Für fantasiereiche Geister und versponnene Theoretiker bereitet die sogenannte Wissenschaft der modernen Astronomie ein Feld, das unübertroffen in der Wissenschaft der ungebändigten Vorstellungskraft und dem Aufbau eines komplizierten Zaubers von Absurditäten ist, um den Einfallspinsel zu beeindrucken und ihn staunen zu lassen und um jene zu betrügen, die ihre Behauptungen wirklich auf Tatsachen bauen. Thomas Winship, ZDT Cosmogony. Dunkle Materie, wissen Sie ja Bescheid, kennen wir nicht. In letzter Zeit ist noch was Neues dazugekommen, die dunkle Energie auch. Aber ich will gar nicht davon reden. Sir Isaac Newton dachte sich die Gravitation aus. Später wurde ihnen klar, dass ihre Berechnungen alle zu einer riesigen Singularität führten, bei der das Universum gänzlich zerquetscht würde. Um dem entgegenzuwirken, dachten sie sich die dunkle Energie aus, die im Grunde Antigravitation ist. Nun zeigten jedoch die Berechnungen, wie sich alles voneinander wegbewegen würde, bis dunkle Energie das Raum-Zeit-Kontinuum zerreißt. Um also beide auszugleichen, dachten sie sich dunkle Materie aus, um Gravitation und dunkle Energie zu verknüpfen. Es ist eine fantasievolle Rechtfertigung nach der anderen, nach der anderen. Eine große, fantasievolle Agenda. Wie die Gravitation das Kunststück bewerkstelligt, das die Voraussetzungen für unser irdisches Leben begründet, kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären. Sie hat hier nur eine Reihe konkurrierender Modellvorstellungen anzubieten. Auch das Wesen der Gravitation ist ihr weitgehend unbekannt. So sagte seinerzeit schon Sir Isaac Newton 1643 bis 1727,
Ich habe nun die Himmelserscheinungen und die Meeresgezeiten aufgrund der Schwerkraft erklärt. Die Ursache der Eigenschaften der Schwerkraft konnte ich bis jetzt nicht aus den Erscheinungen ableiten. Daran hat sich nichts geändert. Einer, der es wissen muss, weil er täglich mit dem Problem ihrer Überwindung zu kämpfen hatte, der ehemals stellvertretende Chefingenieur der Flugzeugmotorenwerke von Rolls-Royce, A.V. Cleaver, brachte es so auf den Punkt, ich zitiere wörtlich: Schwerkraft ist wirklich ein höchst mysteriöses und schwer fassliches Phänomen. Es erscheint fraglich, ob viele Menschen, sogar technisch geschulte Leute, sich darüber im Klaren sind, wie berechtigt diese Behauptung ist, oder ob sie die Verschwörung des Schweigens bemerken, mit der die Schwerkraft in den meisten Lehrbüchern der Physik behandelt wird. Man wird dabei beinahe an ein polynesisches Tabu erinnert oder an die viktorianische Einstellung bestimmten Themen gegenüber, wie Sex oder bestimmter Körperorgane und Funktionen, die als nicht ganz artig angesehen wurden. Der Student lernt, dass sich alle Körper gegenseitig anziehen. Er lernt, dass die Stabilität des Weltalls dadurch bestimmt wird und die Gleichungen der Newtonschen Gesetze beschreiben ihre Wirkungen. Gleichwohl, es sei denn, er ist ein spezialisierter, graduierter Student der reinen Physik, wird ihm dennoch zugemutet, dass er die alte Idee von der Wirkung auf Entfernung akzeptiert, und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass einer seiner Lehrer seine Aufmerksamkeit auf unsere völlige Unkenntnis der physikalischen Beziehungen zwischen der Schwerkraft und anderen Erscheinungen lenkt, einfach weil wir nichts darüber wissen und weil die akademische Welt es offensichtlich vorzieht, diese Tatsache nicht in die Welt zu posaunen. Die heutigen Wissenschaftler haben Experimente durch Mathematik ersetzt und irren von Gleichung zu Gleichung und bilden irgendwann eine Struktur, die keine Beziehung zur Wirklichkeit hat. Nikola Tesla. Die Fesseln der mentalen Kontrolle, der Wahrnehmungsfilterung und der kulturellen Konditionierung sind heute schwerer abzustreifen als jemals zuvor. Wir sind die konditioniertesten, programmiertesten Wesen, welche die Welt je gesehen hat. Nicht nur, dass unsere Gedanken und Einstellungen kontinuierlich geformt und gestaltet werden. Unser ganzes Bewusstsein scheint subtil und unerbittlich ausgelöscht zu werden. Die Türen unserer Wahrnehmung werden sorgfältig und präzise kontrolliert. Es ist eine erschöpfende und endlose Aufgabe, den Leuten ständig zu erklären, wie die meisten Dinge ihrer Alltagsweisheit wissenschaftlich über 1000 Medienclips in das öffentliche Bewusstsein gepflanzt werden. Jetzt müssen wir nur noch annehmen, dass die Sonne ein weit, sehr weit entfernter Feuerball im Weltall ist und die Sonnenstrahlen parallel auf die Erde eintreffen. Voilà, die Erde ist eine Kugel. Wenn man einen Astronomen fragt, warum die Sonne aus Gas ist, einfach mal diese einfache Frage stellt, warum ist die Sonne aus Gas, dann wird er nicht in der Lage sein, die Frage zu beantworten, außer zu behaupten, dass sie zu heiß ist, um irgendetwas anderes als ein Gas zu sein. Wenn man bei der Sonne falsch liegt, dann liegt man bei der ganzen Astronomie falsch. Es ist also äußerst wichtig, dass wir den Aggregatzustand der Sonne korrekt bestimmen. Die Annahme eines neuen Aggregatzustands der Sonne würde zu einem Zusammenbruch der ganzen Astronomie führen. Nun ist die vermeintliche Temperatur der Sonne offensichtlich nichts als die Temperatur der Sonnenstrahlen. Er spricht hier über das kontinuierliche Spektrum, gänzlich abhängig von der Art der Strahlen und daher eine Eigenschaft der Strahlen und nicht eine Eigenschaft der Sonne selbst. Er betont also hier, dass es nicht eine Eigenschaft der Sonne ist. Deswegen wäre es nicht nur praktischer, sondern auch korrekter, diese Bezeichnung direkt anzuwenden, anstatt von einer fiktiven Temperatur der Sonne zu sprechen, welche durch die Einführung einer Vermutung Bedeutung verliehen wird, die der Wirklichkeit nicht standhält. Gibt es eine Verschwörung zur Verbreitung des heliozentrischen Weltbildes? Der 1859 verstorbene Gründer der modernen Geographie, Alexander von Humboldt, von dem Charles Darwin sagte, dass er der größte Naturforscher war, der je gelebt hat, und über den nach dessen Tod Geoffrey Martin sagte,
Kein einzelner Gelehrter war näher dran, das gesamte Wissen über die Erde zu erlernen. Er kannte die Funktionsfähigkeit des geozentrischen Modells, hatte jedoch auch Angst, es zu verkünden. Ich habe auch für eine lange Zeit gewusst, dass wir keine Argumente für das Weltbild von Kopernikus haben. Ich werde jedoch nicht wagen, der Erste zu sein, der es angreift. Das ist ein Stich ins Wespennest. Man wird sich zum Gespött der gedankenlosen Mehrheit machen. Wenn einst ein namhafter Astronom gegen das gegenwärtige Modell aufsteht, werde ich ebenfalls meine Einwände kundtun, jedoch als Erster gegen Meinungen anzutreten, welche die Welt liebgewonnen hat. Dazu habe ich nicht den Mut. Glaubst du denn, also jetzt mal, was ist denn bei dir so an den Themen von Verschwörungstheorien so ein Thema, wo du dich damit befasst oder wo du sagst, da stimmt die offizielle Meinung auch nicht? Spontan fällt mir da eher nichts zu ein. Also ich vertrete ganz offiziell die Mainstream-Meinung, da stehe ich auch dazu. Ja. Zu den allermeisten also Mondlandung und so ist doch für dich da, weil du meinst auch mal, ich glaube im Vorgespräch hast du auch was wegen dem Mond erwähnt. Ja. Also Mondlandung und so ist für dich auch kein Fake, also keine richtig Theorie. Die hat stattgefunden, ja? Aber sowas von, ja. Aber umgekehrt eben die, ja, wenn man so möchte, Gegenseite, die sieht das halt einfach ein bisschen anders. Die reden nicht so wirklich gerne mit uns, eben weil sie halt argumentativ nicht so wirklich viel zu bieten haben und sie ganz genau wissen, dass eben jemand wie Terpe, wie Skeptik oder eben auch wie ich, dass wir, wenn wir da erstmal in Fahrt kommen, dass wir die eben an die Wand argumentieren. Finde ich super. Finde ich einfach geil. Auf diese Art und Weise kann man die ganze Latte der Argumente dieser Verschwörungstheoretiker aushebeln. Du musst den Begriff Verschwörungstheoretiker nur mit Ketzer übersetzen, um zu wissen, in welcher Tradition dieser Begriff steht und die ihn benutzen. Letztlich geht es um den Vorwurf des Abfalls vom herrschenden Glauben, der bestimmt wird von den herrschenden Autoritäten und Mehrheiten. Houston, say again, please. Houston, we have a problem. Der Begriff ist somit im Gegensatz zu deiner subjektiven Auffassung und vieler seiner Nutzer selbst Ausdruck klerikaler und autoritärer Denkstrukturen, die auf Unterwerfung als psychologisches Grundmuster aufbauen. Erst denunziatorisch, inquisitorisch, erst gegen den klassischen Skeptizismus gerichtet. Wir sind jetzt ein Imperium und wir schaffen uns unsere eigene Realität. Wir sind die Akteure der Geschichte und ihnen allen bleibt nichts, als die Realität zu studieren, die wir geschaffen haben. Zitat Karl Rove, Berater des ehemaligen Präsidenten George W. Bush. Dass ich hiermit das Verteidigungsministerium und das Pentagon angewiesen habe, mit der Einführung einer Weltraumstreitkraft als den sechsten Zweig der amerikanischen Streitkräfte zu beginnen. Es ist ein großes Vorhaben. Wir werden die Luftstreitkräfte haben und wir werden die Weltraumstreitkräfte haben. Getrennt, jedoch gleichwertig. Was ist das jetzt für ein komischer Science-Fiction-Plot? Nicht nur kann es auf mechanische, mathematische und wissenschaftliche Weise gezeigt werden, dass sich Sonne und Sterne um die Erde drehen können, anhand der Verwendung von bereits durchgeführten wissenschaftlichen Experimenten kann auch gezeigt werden, dass die Erde die Mitte des Universums ist und sich nicht bewegt. Die Beweise sind so deutlich, dass um die Informationen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, es ein Theater der Vertuschung und Verschleierung gibt, bei welchem nicht mal Hollywood mithalten kann.